gonna take on the world. Was ist los mit Karl Lauterbach? Warum nickt dieser Mann in den ungewöhnlichsten Situationen ein? Im Fernsehinterview, auf der Bundespressekonferenz. Ich habe das schon einmal vor einigen Monaten veröffentlicht mit der etwas bösen Frage, ob es ihm langweilig geworden ist ohne mich auf der Bundespressekonferenz. Aber ich denke, es hat andere Gründe. Aber schauen wir uns zuerst mal diese Szenen an. Zuerst in einem Interview, ich glaube, es war die ARD, und dann auch noch auf der Bundespressekonferenz. Wir haben ganz viele Fragen bekommen, auch zu einem Aspekt Frauengesundheit, Herr Lauterbach. Medizin war ja lange Zeit vorwiegend männlich orientiert und es gibt die Kritik, dass frauenspezifische Aspekte nicht ausreichend zum Teil berücksichtigt werden. Da fragen einige zum Thema Endometriose nach, zum Beispiel Anna Wilken. Herr Holz, an Herrn Lauterbach. Einige Länder, auch Baden-Württemberg, wollen eine erneute Ausrufung der epidemischen Lage. Damals nach der Bundespressekonferenz habe ich einen Bericht darüber gemacht, mit einem Mediziner gesprochen, der Entwarnung gab, der meinte, es sei wahrscheinlich nichts Ernstes. Inzwischen ist es so, dass es Gerüchte gibt, auch im Internet darüber, dass der Minister über Narkolepsie leide. Das wäre nun einmal völlig Privatsache von ihm, wäre er nicht Gesundheitsminister und würde diese Narkolepsie, im Volksmund auch Schlafkrankheit genannt, wenn man so kurz wegknickt oder auch länger, würde die nicht zu den Nebenwirkungen der Impfungen zählen. Das ist erwiesen, YouTube-Zensoren, das ist keine medizinische Falschbehauptung, das ist tatsächlich ein medizinischer Fakt, kann man auch googeln, und deshalb die böse Vermutung, den Minister könne es da erwischt haben. Wollen wir das nicht hoffen, so sehr ich ihn politisch bekämpfe, so sehr ich ihn politisch für unmöglich halte. Ich will niemandem eine Krankheit wünschen. Auf meiner Seite gibt es auch einen Bericht darüber, über diese Krankheit und darüber, dass es diese Spekulationen über Lauterbach gibt. Merkwürdig ist es auf jeden Fall, weil einfach so wegnicken, mitten im Gespräch, im Interview, auf einer Pressekonferenz, wo man ja besonders angespannt ist, das ist nicht gesund. Und Lauterbach hat ja auch selber schon gesagt, dass er an Schlafstörungen leidet. Also man kann ihm nur wünschen, dass es nichts mit der Impfung zu tun hat und dass es auch keine wirkliche Erkrankung ist. Vielleicht sind es ja einfach Aussetzer. Soll es ja auch geben. Übrigens, ganz neuer Artikel gerade auf meiner Seite, wie er sich beim Zitieren einer Studie völlig in die Netze gesetzt hat. Phänomenaler Bauchklatscher. Schauen Sie wieder rein, abonnieren Sie, senden Sie, machen Sie ein Like hier drunter und besonders dankbar für Unterstützung, nachdem der PayPal gekündigt hat. Jetzt geht es nur noch über die Seite, also solange ich noch ein Konto habe, bin ich für die Unterstützung dankbar. Sonst müsste ich mir was anderes einfallen lassen. Nicht beim Arbeiten, bei der Finanzierung der Seite. Also den Mund lasse ich mir nicht verbieten, keine Angst. Also ich wechsle jetzt nicht zum Fliesenleger oder zum Dachbauer. Alles Gute, danke, ciao.